Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Montag, dem 30. Dezember 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 919 und heute habe ich folgende Themen mit dabei. ARM Windows, Threema, Firmware Update, Stadia Titel und Plex. Ich beginne gleich mit dem ersten Thema und da geht es um einen Entwickler namens Alexander Graf, der es geschafft hat, das Windows ARM, also die ARM-Version von Windows auf einem Mac mit dem M1-Prozessor laufen zu lassen. Wie man ja weiß, schon seit längerem ist das auf dem neuen MacBooks, dem neuen MacBook Pro, dem Air und dem Mac Mini, wo der M1-Chip verbaut ist, kein Bootcamp läuft und somit auch kein normales Windows. Windows hat aber auch schon lange mal den Versuch gemacht mit einer ARM-Version von Windows, die nicht ganz so erfolgreich war, leider, und es aktuell wahrscheinlich auch nicht so schnell sein wird. Aber auf jeden Fall hat er gezeigt, das Ganze noch in einem frühen Stadium und ziemlich buggy, aber er hat gezeigt, dass es grundsätzlich möglich ist und somit hat er damit wahrscheinlich Craig Federighi, der Apple Software Entwicklerchef ist, auch schon vor kurzem gesagt hat, der Ball ist aktuell bei Microsoft, dass sie das ermöglichen. Wir dürfen gespannt sein und dranbleiben. Als zweites Thema haben wir Threema. In der letzten 1-2 Wochen gab es ja einen kleinen Aufschrei in diesem Internet, denn die lustigen Politiker, welche teilweise halt einfach völlig verpeilt sind, und nach den beiden Attentaten-Geschichten in Frankreich und in Österreich wieder mal lauthals schreien, wir brauchen einen Generalschlüssel für verschlüsselte Dienste. Ja, die Politiker müssen halt reagieren und irgendeinen Stuss online bringen. Entschuldigung, liebe Politiker, aber manchmal, wie gesagt, verpeilt trifft es, glaube ich, ziemlich stark. Und da hat sich der Chef von Threema, Martin Blatter, zu Wort gemeldet, dass es bei Threema zum Beispiel gar nicht möglich sei, solchen Generalschlüssel anzubieten, denn nicht mal sie haben Zugriff auf die jeweiligen Gespräche, weil eben end-to-end verschlüsselt. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze noch bis Ende Jahr durchgewunken wird, wo es ja eigentlich hätte sein sollen. Wir dürfen gespannt sein darauf. IKEA hat für sein Smart Home System, ehemals Thread-Free, ein größeres Update rausgehauen. Ein Firmware-Update, das es neu ermöglicht, Szenen über sogenannte Shortcut-Buttons abzufeuern. Und die Buttons gibt's aktuell noch leider nicht im Verkauf. Anfang des Jahres waren sie ja schon mal Thema hier im Geek Talk Daily, aber auch auf dem lebismar.ch Blog. Nichtsdestotrotz mit dem neuen Update können unter anderem verschiedene Geschichten gemacht werden. Es werden Szenen neu unterstützt mit Licht, mit Jalousien, mit Steckdosen und auch mit dem Lautsprecher, also auch Audio, Feedback etc. Somit wer ein Gateway von IKEA sein eigen nennt und zu Hause stehen hat, der sollte sich das neueste Update auf die Versionsnummer 1.12.31 gönnen und installieren. Weiter geht es dann mit dem Stadia, der Spieleplattform aus dem Hause Google. Da gibt's ab morgen, nee, übermorgen, wir haben ja 31 Tage, glaube ich, genau. Ab dem 1. Dezember gibt es folgende neue Spiele. Ach was, diejenigen, die es interessiert, Link dazu auf daily.geektalk.ch und oder in den Shownotes zum Nachlesen. Zu guter Letzt gibt's noch eine tolle Neuigkeit für all diejenigen unter euch, die Plex nutzen, die Streaming-Plattform mit den eigenen Diensten, wo man auch Podcasts einbinden kann, Bilder etc. und mittlerweile auch Fernsehprogramme und so weiter. Die haben jetzt endlich auch eine Two-Factor-Authentification eingeführt, welche man dann über den Google Authenticator, den Microsoft Authenticator, OnePassword, Authy und ähnliche Dienste nutzen kann. Also wer Plex-Kunde ist, sollte das schleunigst aktivieren und vielleicht gleich mal auch das Passwort wieder mal anpassen. Das war's mit den Themen, die ich heute für euch zum Wochenstart bereit habe. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Startet gut in den Tag und wenn ihr mögt, gerne morgen wieder. In diesem Sinne, bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.